Ja, hallo und herzlich willkommen. Und ja, das ist mal ein bisschen was anderes. Ich dachte mir einfach, nach dieser extremen Neuerung wäre es doch mal ganz interessant, wenn wir uns einfach ganz in Ruhe mal das neue Dashboard angucken. Komplett neu aufgemodelt, viel größer alles, die ganzen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass das Bild unten nur in der Mitte war und oben ringsrum viel Gedöns, was man eigentlich nie wirklich brauchte. Das ist jetzt alles passé. Das Ganze wesentlich übersichtlicher gestaltet. So, los geht's mit dem Anmelden. Wir sehen hier links oben, wenn ich jetzt die Kinect freigegeben hätte, würde er mich anmelden. Allerdings mit dem Profil, was mein privates ist, das möchte ich nicht. Von daher habe ich Kinect gerade mal eben verhangen an der Stelle. Gestensteuerung gibt's nicht mehr. Gut, ganz ehrlich, wer hat's auch genutzt? Das war so ein Gimmick, das hat man anfangs so, ey, guck mal hier, wenn ich mit der Hand fuchtel, dann kann ich da, ne? War aber auch eher so eine Sache, die man gesagt hat, naja, brauche ich jetzt nicht so wirklich. Spracherkennung ist aber nach wie vor vorhanden, das ist auch ganz gut. Wobei ich sagen muss, ich persönlich auch einer von denjenigen bin, die einfach zu faul sind, weil bis ich das dann ausgesprochen habe und das wirklich dann dementsprechend erkannt wurde, bei gewissen Sachen hat es immer noch Probleme gehabt, ist es dann einfach, da mal kurz drauf zu klicken und das Ganze dann selbst zu suchen. So, anmelden. Jo, wie machen wir das? Einfach mal Steuerkreuz links. Bam, sind wir da im Menü. Da sehen wir hier die ganzen Profile. Wir nehmen natürlich das Let's Play-Profil an der Stelle. So, anmelden. Wir sehen so ein schöner, runder, grüner Strich, blau. Ah, ja, genau. So, da haben wir es. Hallo, Mr. Zocker. Und dann haben wir hier schon diese neue Leiste. Ne, die ganzen Freunde sehen wir auch gleich direkt, wer online ist und können dann halt dementsprechend interagieren hier, ohne irgendwelche Extra-Tasten, gleich zur Party einladen. Echt ganz interessant. Klar, Party, wir haben im Moment keine, von daher das. Oh, neue Nachrichten. Jupp. Was haben wir denn? Eine Voicemail. Ne, die höre ich mir jetzt nicht an. Das möchte ich jetzt keinem antun. Wer weiß, was wir da zu hören kriegen. Benachrichtigung. Das ist jetzt ein bisschen neu. Das gab es vorher zwar auch, aber ein bisschen versteckt. Jetzt mehr oder weniger hat man das hier. Wir haben hier zum Beispiel einfach dann, dass der externe Speicher bereit ist. Ja, ich habe zwei. Ich habe einmal 1 und einmal, weiß ich gar nicht, 2 Terabyte sind das, glaube ich, ne? Ja, ich glaube 2 Terabyte. Das insgesamt müssen es jetzt 3 Terabyte sein. Wir können gleich mal nachgucken sonst. So, irgendwelche sozialen Benachrichtigungen, ne? Hat sie als Freund hinzugefügt. Ja, wir sehen, das ist immer ein bisschen, ja. Ist ja kein Problem, bei der Xbox kann man das ja ohne weiteres machen. So, wir können auch hier einfach Elemente entfernen. Bam, ne? Könnte ich jetzt sagen. Oh, hat Spielclip hochgeladen, ja. Weil das ist diese Aktivitäten-Feed, was man vorher auch hatte, kann man jetzt viel leichter einsehen. Ne, der hat irgendeinen Clip hochgeladen. Gucken wir uns mal kurz an. Ich bin ja neugierig. Oh, Battlefield, cool. Also der 4. Teil, ne? Meiner Meinung nach der bessere. Sehr schön. Gut, gebe ich mal einfach ein Like, ne, um zu zeigen, ich war da. Ups, jetzt. Ja, aber kein Problem. Wir sehen, es ist auch relativ schnell, ne? Also man kommt richtig easy peasy von A nach B. So, Systembenachrichtigungen können wir rausnehmen. Community-Kalender. Ja, ist eine neue App. Echt geil. Wir gehen einmal direkt rein. Und wir wollen uns ein bisschen das Ganze angucken. Das Ganze ist jetzt viel interaktiver. Wir hatten ja hier im europäischen Raum ein bisschen das Problem, dass die ganzen Amis mit ihrem Major Nelson super gut waren. Wir hatten mal zwischendurch Kugelblitz, der aber relativ schnell wieder verschwand. Genauso kugelig und blitzig, wie er dann halt kam, war auch wieder weg. Und wir haben jetzt halt einfach mal das ganze Englisch-Gedöns-Zeugs da. Was echt cool ist, muss ich sagen. Mich persönlich stört es nicht. Englisch haben wir mittlerweile überall und sollte auch mittlerweile eigentlich jeder zumindest die Grundzüge kennen. Wir sehen hier zum Beispiel heute November, ne, wir haben, ich weiß gar nicht, heute ist der 14. Das ist hier Freitag, ne, 13. Da gab es verschiedene Events, das kann man sich dann angucken. This week on Xbox. Immer ganz interessant, empfehlenswert sich das einmal reinzuziehen. Ne, hier, was haben wir, da steht da irgendeine Uhrzeit. Das müsste ja eigentlich... Livestreams. Gucken wir mal. Ah, ne, dann kommen wir hier zur nächsten Seite und können uns dann hier Kanal angucken und sonst was. Hier über Twitch ist das ja. Und kriegen die ganzen Informationen zu irgendwelchen neuen Sachen. Das ist echt ganz cool gemacht. Hier soll es auch Aktionen geben. Ja, all new Call of Duty. Ne, Forza Friday, sehen wir hier, the best way to kick off a weekend at full speed, Forza Friday, genau, halt irgendwelche Veranstaltungen und sowas, Community Playtime, ne, wenn zum Beispiel die Entwickler sich dann Zeit nehmen, hier, New Games with Gold, ne, haben wir da zum Beispiel dann, das kommt dann auch bald, aber ist halt noch nicht verfügbar. Aha.
Okay, nee, dem Channel will ich nicht folgen, aber hier, ne, Available November 16, da gibt's dann das Neue. Schon ganz cool gemacht, gefällt mir persönlich sehr gut. Man kann mit X immer zum aktuellen Tag zurückspringen, kann auch hier an, ne, Kategorien, was ich halt, Free Stuff zum Beispiel, will ich jetzt aber nicht rausnehmen, ne. Wir könnten jetzt rein theoretisch, wenn ich sage, okay, Challenges, Contests, Game Add-ons, Game Launch, Game with Fame, ne, das ist ja das hier einfach mit irgendwelchen berühmten Leuten, dann könnte man das halt dementsprechend machen. Aber es ist halt alles farblich sortiert. Und ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwas free ist im Moment. Wir können mal gucken, vielleicht gibt es irgendwas free. Ja gut, free hier, ne, definitiv das Xbox Gold Zeugs. Da kann man dementsprechend durchsortieren und hier mal so ein bisschen vorweg gucken, was es denn so an Events in nächster Zeit gibt. Ja, so schon am 1. Dezember, ne? Neues Gold Game, sehen wir schon. Just Cause 3, ja. Da bin ich auch drauf gespannt, vorbestellt ist es. Das wird auf jeden Fall dann auch Let's Played werden. Die schöne Sachen, was es hier so alles gibt. Übrigens, weil ich es gerade gesehen habe, mit Battle, ne, wie heißt es hier, verdammt. Wie heißt denn das? Warte mal, auf heute gehen. Steht hier der Name? Hier Star Wars Battlefront heißt es, glaube ich, ne? Ich habe den Namen vergessen gerade. Also dieses Star Wars Spiel, das neue. Ja, Star Wars Battlefront ist es, glaube ich, heißt, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz wegen dem Namen so sicher. Kann man, so wie bei Need for Speed bei dem neuen, das auch über EA Access, wenn man da eine Mitgliedschaft hat, runterladen und vorher schon zocken. 10 Stunden lang kann man die Vollversion kostenfrei zocken. Insgesamt, also echt ganz cool, ne? Wer da Lust und Laune dran hat. So, wir haben übrigens noch keinen Hintergrund oder sonstiges, habe ich jetzt einfach nicht gemacht, weil ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Hier hat man direkt gleich die Möglichkeit, ne, Aufnahmen freigeben und so weiter, so Gedöns machen hier, ne, das hatte ich mal ja vor kurzem noch gespielt, das ist auch schon wieder Ewigkeiten her, dass wir das gezockt haben. Fallout 4, ja, liegt gerade drin, jetzt bin ich privat ganz schön am Daddeln. Hier zum Beispiel meine Spiele und Apps, hat sich überhaupt nichts geändert, das ist genau so, wie es vorher auch war. 1,7 Terabyte frei, ja, dann habe ich eine 2 Terabyte Platte noch angeschlossen, also 1 Terabyte und 2 Terabyte insgesamt, also 3 angeschlossen. Hier hat sich ein bisschen verändert, wenn man das sieht von den Icons, mehr das Ganze wie die eigentlichen Cover, ist ganz, also nicht bei allen hat sich's geändert, ne? Also mir persönlich zum Beispiel hier Halo Spartan Assault, das zum Beispiel ist ganz interessant, mit den ganzen Apps, die da kommen sollen, weil es gibt ja für Windows Phones und Windows Tablets, ich weiß nicht, ob es auf Android mittlerweile auch gibt, gibt es ja noch ein anderes ähnliches Spiel, aber auch halt nur auf diesen mobilen Geräten und mit den Universal Apps, was man ja angekündigt hat, sollte es ja dann auch möglich sein, das hier zu zocken. Das wäre ganz echt ganz interessant. Ja, nichtsdestotrotz, das hier einfach mal so die ganzen Sachen. Viel interessanter wäre eigentlich, also hier nur die Apps, auch nichts wirklich wahnsinnig Neues, wo die Sachen sind. Normalerweise mit dieser Backward Compatibility oder Abwärtskompatibilität, beides hört sich nicht so toll an, wenn man es mit, also einfach, dass man alte Spiele auf der neuen Konsole zocken kann, habe ich mich gefragt, ja, wie läuft das denn jetzt, ne? Also irgendwie passierte nichts. Es hieß, alle digital heruntergeladenen Spiele, die abwärtskompatibel sind, also die man halt wieder auf der Xbox One zocken kann, also eigentlich aufwärtskompatibel, naja, ist egal, wie man es dreht und wendet, kommt doch selber raus. Die sollen dann hier in der Warteschleife stehen, zur Installation bereit. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Beziehungsweise, können wir auch mal gucken, weil es gibt hier noch einen anderen Bereich. Der ist ganz, ganz rechts. Genau, ah, hier haben wir sie jetzt, okay, hier sind sie jetzt. Genau, hier sind die ganzen Spiele, die ich im Laufe der Zeit mal heruntergeladen habe, ah, toll. Ja, wir haben schon ziemlich viele, muss ich sagen, hier, ne? Die könnte man dann jetzt runterladen. Oh, Banjo-Kazooie, Schraube locker ist das ja, oder Nuts and Bowls. Super, super geil. Bejeweled, naja. Defense Grid, sehr gut. Der zweite Teil ist auch ganz okay, aber das war total Schwachsinn. Castle Crashers, sehr geil. Fallout 3 war ja kostenlos dabei. Könnte man jetzt draufklicken, ne? Und könnte es dann installieren, damit man spielen kann. Ja, Metal Slug 3, oh, so ein mega schweres Spiel. Die Lego Star Wars Sachen sind ja auch dabei. Hier Monkey Island, Might and Magic Clash of Heroes, ah, okay. Nights into Dreams, ah, das habe ich schon auf der Sega Saturn damals geliebt. Auch sehr schön. Die Sega Vintage Sachen kann ich übrigens empfehlen, ne, wenn einer so diese alten Sachen mag, sehr empfehlenswert. Shadow Complex wurde jetzt auch mehrfach dann erwähnt. Haben wir auch mal ein kurzes Let's Show zu gemacht.
Das sind so die digitalen Sachen. Wenn man jetzt, so wie ich, ihr wisst es ja, ihr kennt ja die zweiteilige Reihe von den ganzen, von meiner Xbox 360-Sammlung, doch so einige Spiele hat in seiner Sammlung und halt noch auf CD, dann stellt sich natürlich die Frage, wo sind die? Ja, ganz einfach. Ihr müsst die CD nehmen, legt die in euer Laufwerk ein, dann, wenn es abwärts, also wenn es kompatibel ist, sagen wir es einfach mal so, dann wird das Ganze entsprechend von der Xbox One erkannt, das Spiel wird heruntergeladen und ihr könnt es dann spielen. Allerdings muss die CD des Spiels die ganze Zeit im Laufwerk sein. Praktisch wie so eine Art Echtheitszertifizierung, beziehungsweise so wie wenn ihr jetzt hier, sagen wir mal, Watch Dogs kauft. Es wird komplett installiert, man braucht die CD eigentlich nicht mehr. Die CD dient nur noch zur Installation, heutzutage ist es ja, oder Blu-ray, um genau zu sein. Aber weil man es halt nicht online gekauft hat, und sondern die CD, und um zu garantieren, dass es immer wieder dasselbe ist, muss man es halt dann dementsprechend im Laufwerk lassen. Sowas bei der Xbox 360 ja auch gewesen. Ja, aber schön, dass wir es jetzt endlich gefunden haben, weil am Release-Tag war da nämlich bei mir nichts zu sehen und da war ich etwas enttäuscht. Aber da haben wir es. Ja, gehen wir zum nächsten. Gehen wir zur Community. Ja, Community, ich hasse es so, dass ich dieses Ding nicht bekommen habe, aber ist auch egal. Eigentlich genau das, was wir sonst auch so hatten. Ne? Hier kann man relativ einfach nochmal gucken, wer was gemacht hat, was passiert ist. Kann hier relativ easy peasy nochmal reingehen. Eigentlich ganz cool gemacht. So ein bisschen das Ganze noch sozialer geworden. Ne? Veröffentlicht was auf Xbox Live. Da könnte ich dann hier direkt. So ein bisschen so eine Light-Version von Twitter, Facebook, Instagram mäßig. Hat man ja auch gesagt, man möchte mehr Social Community Elemente halt einbinden. So, Store. Und wir sehen hier, ganz kleinen Moment, wenn ihr oben mal drauf achtet, ne, Startseite, Community Store, wenn wir jetzt auf Store gehen, kleinen Moment, Magic, genau. Dann ploppen hier noch andere Bereiche auf, die man vielleicht vorher vermisst hat. Ja, ne, wir sehen hier, EA Access, da steht sogar dann extra nochmal, momentan hier sieht man auch irgendwelche Aktionen. Das Ganze dadurch, dass hier diese überflüssigen Sachen weggefallen sind, natürlich wesentlich größer, übersichtlicher, finde ich persönlich. Ja, schon ganz angenehm, muss man sagen. Ne? Wir könnten jetzt hier alle Spiele durchsuchen. Wenn wir das machen, startet die gewohnte halt hier Spiele laden oder Store App. Ja. Xbox One Store könnte man es vielleicht nennen. Oder Windows, Microsoft. Und dann haben wir jetzt hier auch die ganzen anderen Sachen. Ne? Jetzt müsste ich gerade sagen, er lädt gerade noch. Hier, das gibt es zum Beispiel gerade kostenlos für die Leute, die es interessiert. Das ist so ein bisschen wie, ach, keine Ahnung, es gab auf der 360 mal so ein ähnliches Spiel. Puzzle Quest oder so, keine Ahnung. Da doch, da steht es ja, Puzzle Quest. Haha, das hatte ich nämlich auch. Ist genauso aufgebaut eigentlich. Gefällt mir, ich werde mir das auch noch runterladen. Habe ich bloß bisher noch nicht geschafft. Weißt du was? Das lassen wir jetzt mal parallel laufen. Oder? Genau, runterladen. Ja. Jetzt will er gleich irgendwas sagen. Wenn er denn irgendwas sagt. Jetzt muss ich gerade so ein bisschen an Bill Gates denken, damals bei der Präsentation des einen Windows mit dem Bluescreen. Ja, das war 95, glaube ich, gewesen. Windows 95? Ich bin der Meinung, Windows 95 war. Das ist schon Ewigkeiten her. Ja, In-App-Käufe gibt es natürlich auch wieder, ne, wie immer. Installieren kommt gleich. Da sehen wir es. Sollte relativ schnell gehen, wie viel MB sind es. Achso, hier kann man mit dem rechten Stick übrigens runterscrollen, ne? Kennt man ja auch schon. Und sich das entsprechend angucken. So. Hier übrigens, ne? Highlights besonders hervorgehoben. Hm. Naja. Deadpool kennt man vielleicht. Ne? Die Marvel-Comic-Fans werden ihn kennen. Kriegt ein Spiel, sieht ein bisschen sehr durchaus, möchte ich sagen. Ne? Also, es wirkt irgendwie sehr, sehr komisch. Der Trailer ist eher verstörend als alles andere. Und hier eigentlich der Aufbau genauso wie vorher auch. Ne? Also nichts Weltbewegendes. Hier auch bei den Add-ons oder sowas gut auch wieder Highlights hervorgehoben und alles andere an der Stelle. Eigentlich alles wie gewohnt. Bloß ein bisschen bebilderter und vielleicht übersichtlicher. Was der ein oder andere vielleicht noch nicht kennt, sind Abonnements. Das wüsste ich jetzt nicht, dass es das vorher großartig gab. Ne, Xbox Live Gold könnte man hier direkt abonnieren. Dann sieht man hier, welche Vorteile man hat. Es liegt daran, dass dieses Profil, kurze Erklärung für diejenigen, die vielleicht auch eine Xbox One neu haben oder sich noch eine zulegen wollen. Auf 360 musste jedes Profil eine Gold-Mitgliedschaft haben.
Es gab dann dieses Familiengold, was man aber nicht mehr hatte. Es gab, musste dann jedes Profil eine Goldmitgliedschaft haben, um online zocken zu können. Auf der Xbox One gibt's, ist das anders. Da muss nur ein einziges Profil auf der Konsole eine Goldmitgliedschaft haben. Alle anderen haben dann indirekt Gold und können dieselben Vorteile nutzen. Beziehungsweise können dann online zocken kostenlos. Ja. Deshalb wird hier gerade angezeigt, von wegen Xbox Live Gold abonnieren. Brauche ich nicht, weil, ne, haben wir ja alles. Und die Spiele haben wir auch installiert. So, EA Access abonnieren, ja, es liegt auch daran, weil ich habe das halt mit meinem privaten Profil, nicht mit diesem Profil. Und dann sieht man hier schon, diese Spiele zum Beispiel ist ein Teil der Spiele, die würde man kostenlos bekommen. Es ist halt echt ganz krass, ne? Dann mal eben Dragon Age Inquisition für lau, Battlefield 4 für lau, Battlefield Hardline für lau, sämtliche hier EA Sports Spiele, Titel, bis auf die ganz, ganz aktuellen, das ist klar, aber auch alle für lau, kann man echt nicht meckern, ne? Ich spiele da gerne ein bisschen Madden, ehrlich gesagt. Ja, und ansonsten eigentlich genau das, was man sonst auch hat, ne? Also alles nicht so mega dramatisch, das mit dem Code verwenden. Genau, da sehen wir jetzt momentan nichts. Ich wollte mich schon eben ducken, aber hey, ich habe ja da was vorgestellt. Ist eigentlich auch genau dasselbe wie vorher. So, gibt es hier noch dieses Mini-Zugriffsmenü. Ansonsten hier Apps. Ja, auch nichts Dramatisches. Filme, TV kennt man ja schon. Habe ich bisher auf 360 damals ein bisschen genutzt. Hier jetzt noch nicht so wirklich, muss ich sagen. Oh, das hört sich gut und sieht irgendwie Science-Fiction-mäßig aus. San Andreas, ja, es hat garantiert nichts mit GTA zu tun. Und Jurassic World, den will ich auch nochmal sehen. Genauso wie den hier, den auch noch nicht geguckt hat. Muss ich unbedingt noch nachholen. Und den kann ich mega empfehlen, ne? Age of Ultron, sehr, sehr geiler Film. Ja, Musik, das ja, will man ja weiter ausbauen, beziehungsweise muss ich sagen, ist mir das zu teuer mit Musik. Auch wenn ich sonst ein großer Fan der ganzen Sache bin, finde ich das im Moment ein bisschen teuer und man hat ja genug Alternativen. Ne? Aber trotz allem ein sehr, sehr schönes Dashboard, übersichtlich, genau das, was man braucht. Und das Schöne ist, diese Schnellzugriffsleiste, ne? Wenn ich zweimal hier Xbox-Taste drücke im Spiel, dann ploppt diese Leiste, die wir sonst hier mit Steuerkreuz links im aufmachen an der Stelle, die ploppt dann sofort auf, so wie jetzt auch. Und ich kann alles direkt auswählen und wenn ich zum Beispiel im Spiel bin, ja, dann brauche ich nicht irgendwie umständlich eine App andocken oder sonst was, sondern ich habe die ganzen Sachen hier, die ich brauche. Ich kann direkt aufnehmen, ich kann direkt eine Party starten, alles pipapo. Also echt ganz clever gemacht von den Jungs und Mädels dort bei Microsoft. Gut, ich denke, diese kleine Einführung sollte genügen. Ich werde mich dann jetzt mal an The Long Dark machen. In diesem Sinne, bis dahin.